mein Name ist Gerhard Grabsdorf. Ich möchte euch auf eine Zeitreise in die 30er bis 60er Jahre Münchens einladen. Mein Großvater, Herbert Wendling, war Berufsfotograf. Zeit seines Lebens war die Stadt und die Straße eine seiner Vorlieben. Er wanderte tagelang durch die Viertel Münchens und fotografierte verschiedenste Orte und das Leben, das sich dort abspielte. So entstand in 40 Jahren ein kleiner fotografischer Schatz von Münchenfotografien. Aus diesem Schatz soll nun ein Buch werden. Ich habe die Fotografien aus der Vergangenheit geholt, sie sorgfältig ausgewählt und aufgearbeitet und in einem hochwertigen Bildband vereint. Im Bildband werden Fotografien aus den 30er und 40er Jahren, zum Beispiel aus der Au, gezeigt, Herbergshäuser am Auer Mühlbach, Bilddokumente aus der Zeit des Dritten Reichs und die daraus folgenden Kriegsschäden, das Nachkriegsmünchen in den 50er Jahren und erste Farbfotos aus den 50er und 60er Jahren runden den Blick auf das alte München ab. Zur Realisation dieses Bildbandes bin ich auf eure Hilfe angewiesen. Für Verlage ist ein Buch dieser Art nicht von großem Interesse. Die hohen Produktionskosten und die relativ geringe Stückzahl lohnen sich für ein solch aufwendiges und qualitativ hochwertiges Buchprojekt für die meisten Verlage nicht. Deshalb unterstützt bitte meine Crowdfunding-Kampagne auf startnext.com.